Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Total War Warhammer mit mir, dem Mr. Merp. Wir spielen immer noch das Imperium und haben das letzte Mal zusammen mit der KI, dem Nordländer, eine mächtige Chaosarmee, die zwar zahlenmäßig gering war, aber qualitativ sehr, sehr hochwertig aus dem Feld geschlagen. Die wollten Talapheim angreifen. Das hat nicht geklappt. Der Nordländer kam uns zu Hilfe, hat den Feind angegriffen. Wir haben unterstützt und gewonnen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin entsetzt über die Stärke der Chaos-Truppen. Die waren sehr, sehr elitär, aber sie hatten noch keine Erfahrung. Wenn die irgendwelche Bronze-, Silber- oder sogar Goldwimpelchen gehabt hätten, wir hätten keine Chance gehabt. So, wir haben jetzt hier erhalten Anhänger, Steuersatz plus 12%, lokale Provinz. Feindliche Heldenaktion gescheitert. Bewegungsreichweite. Ah, scheiße, der ist Anhänger verloren. Oh, Mann, oh. Rebellion bevorstehend in der Ostmark. Und auch im Hochland. Das ist doch hier alles kaputt. Sollte hier eine Rebellion stattfinden. Geht uns das überhaupt was an? Ich muss gerade mal gucken hier. Talapheim. Talapheim sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Wir haben jetzt hier die Truppen versammelt. Die sind auch wirklich alle hergekommen. Kann ich jetzt meinen Verbündeten sagen, greift die da an? Hier bei Kislev meine ich. Moment, das probieren wir mal. Kriegsherr des Chaos, ja. Greift die mal an. Dann die Zwerge hier. Das ist sehr, sehr lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, koordiniertes Vorgehen ist jetzt gefragt. Den Tilea ist das, genau, der Tileaner, der auch noch hier rumrennt. Denn wie gesagt, als nächstes kommen die wieder zu uns. Das sind Dinge, die ich nicht haben muss. Das sind einige Armeen hier. So, dann Talapheim. Talapheim hat es gut überstanden. Was können wir denn da machen? Armbrustschützen. Zweimal Ritter des Imperiums. Dann kriegen wir noch einen Mörser dazu. Und erhöhen es auf auf Musketenschützen. Mal überlegen, was ich hier machen will. Wachstum. Jagd. Ressourcenproduktion. Fälle. Ist halt schade, dass halt wirklich nur diese zwei Dinge die Truppen erhöhen. Bihandkämpfer würden wir bekommen. Ja, das hätte schon was. Das hätte was. Aber ich muss mir das gut überlegen. Meine Talapheim will ich definitiv nicht verlieren, aber ich muss ja auch nicht um jeden Preis, ne? Das Problem ist, ich kann hier nicht belagern. Und die Truppe, die der hier drin hat, ist einfach nur episch. Die ist einfach nur episch. Ich muss mich jetzt entscheiden. Also ich glaube, ich lasse jetzt mal das Chaos Chaos sein. Und sage... Imperator Karl Franz, nimm diesen Dampfpanzer und tu Dinge damit. Denn er wird sich jetzt da hinten hin verziehen. Und Marienburg versuchen zu halten. Falls eine Rebellion stattfindet. Ist das eine Herrin des Sees? Nee, das ist unser Lichtmagier. Ready. Der hier hat ein Level up. The winds blow strong. Komm, den nehmen wir nicht mit. Nein. Der kommt nicht weit genug. Das ist das Problem. Der kommt nicht weit genug. Die Zwerge randalieren hier rum. Das finde ich ziemlich doof. Aber es ist nicht zu ändern. Wie könnt ihr da am dümmsten hinlaufen zum Mondland? Okay. So. Okay. Gut, dann hast du jetzt ein Level-Up. Der hat schon einflussreich. Das ist gut. Bastion, weniger Verschleiß. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Ja, aber er muss auf dem Feld kämpfen können, oder? Nee, er ist einfach nur... Erstmal die Bastion. Genau. Er unterstützt die Truppe... Mit seinem moralischen Beistand.
Altdorf noch was ausbauen? Ich glaube nicht, aber ich könnte jetzt einen Hexenjäger rekrutieren. Was können die denn? Worin sind die gut? Heimtückisch. Chance auf erfolgreiche Heldenaktion. Das ist cool. Leicht abgelenkt. Nee, ich kaufe den Alrik von Puppelscheid oder wie auch immer. The nation calls. Ich mal gucken, was die für Fähigkeiten haben. Blutige Klinge, ja, Waffenstärke, schmutziger Kämpfer, Nahkampf, schwer fassbar, Nahkampfabwehr, Silberkugel. Geschossschaden, der kann schießen. Oh, geil. Ein Schütze, ein Heldenschütze, Geschwindigkeit Schleicher. Chance, fremde Armeen im Umfeld zu entdecken. Opportunist, Angriffsbonus, Gegenschläger, Nahkampfangriff, Überlebensinstinkt, Künstler, Trefferpunkte. In die Enge getrieben, Führerschaft und schlüpfrig. Das ist eine aktive Fähigkeit. Beschleunigt ihn einfach, okay. Da oben hat er noch Anschuldigung. Verfügbar ab Rang 3, stark gegen einen einzelnen Angreifer, fügt Kämpfern Schaden zu. Ah, okay, das ist cool. Das heißt also, er kann sagen, und du hast nicht gezahlt. Die Rechnung kommt. Oder so in der Art. Grimmige Entschlossenheit. Führerschaft. Rettungszauber. Okay, Magieresistenz. Bonus gegen große Feinde. Oh. Und Sigmar-Schutz. Und da unten Spion. Erfolgschance des feindlichen Helden zusätzlich minus 8% geändertes Aufstellen eigene. Was? Was? Aktion Auskundschaften. Ah, okay. Dann Assassine. 3% Chance. Ziel beim Attentat zu töten. Bedrängung. Verschleiß ist geringer unter Belagerung. Einkommen aus allen Gebäuden erhöht sich durch Prüfer. Von Volkmar gesegnet. Reduktion der vampirischen und chaotischen Präsenz. Infiltrator. Mauern beschädigen. Okay. Beobachter. Bewachen. Ziel eigene Armee. Also reduziert wahrscheinlich die Chance, dass der Gegner irgendwas da machen kann mit seinen Agenten. Fehlleiten, neue Armee blockieren, Bewegungsreichweite, okay, reduzieren. Reduktion von vampirischer Korruption nochmal, okay, der ist ja noch effizienter als der Sigmar-Priester. Leibwächter, Volkschance der Aktion des feindlichen Helden nochmal reduzieren und robust reduziert Wundheilzeit, das ist cool. Und ich möchte ihm auf jeden Fall schon mal eine gute Ausrüstung geben. Zauberspruchschild, Magieresistenz. Wäre für ihn natürlich sicherlich witzig. Ich finde diesen Typen episch und deswegen muss er was Cooles bekommen. Heldensturmstreitkolben. Flächenangriffsstärke. Rüstungsdurchdringender Schaden. Waffenschaden. Ist nicht schlecht. Aber ich glaube, ich gebe ihm einfach das Ding hier. Talisman. Rettungszauber. Was ist der Unterschied zwischen physischer Resistenz und Rettungszauber? Das weiß ich nicht. Mehrere davon. Ich gebe ihm Rettungszauber. Dann Zaubergegenstand haben wir nicht. Verzauberte Objekte des anderen Gauners Scherbe. Das sind einsetzbare Dinger. Van Horstmann Spekulum. Das ist ja nett. Vorsatzsätzen des anderen Gauner Scherbe. Minus 20% Schadensresistenz. Das ist cool. Dann kriegt der Gegner noch mehr Schaden. Hier Bote Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte. Finde ich gut. Dann Grufträuber. Führerschaft plus 3 gegen Vampirfürsten. Her damit. Da gehen wir gleich mit ihm hin. Was kann man ihm sonst noch geben? Öffentliche Ordnung. Er hat einen Hetzer dabei. Ja, das passt doch. Nee. Bewegungsreichweite Schreiber. Nein, öffentliche Ordnung auch nicht. Forschungsrate fraktionsweit. Ja, dann nimmst du das mit. Zauberlehrling bestimmt nicht. Nee, das passt eigentlich. Den finde ich irgendwie cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Do not test my will. Den mag ich. So, du reist auf jeden Fall auch dahin. Wir müssen ja definitiv was gegen diese Chaoten machen. Gegen die Vampire. Das ist jetzt meine erste Aufgabe, die ich momentan so sehe. Und jetzt verstärken wir Talapheim halt doch noch.
Talapheim ist sozusagen der nördlichste, wobei stimmt nicht ganz, Middenheim ist ja noch nördlicher. Warum steht ihr draußen? Wie sollt Menschen denn da drinnen stehen? Habt ihr keine Mauer? Seid ihr doof? Ich muss das hier mal niederreißen. Middenheim braucht ihr das nicht. Wir haben einige Dinger anscheinend keine Mauer. Wir können es uns auch gerade nicht leisten, noch eine zu bauen. Okay, also auf jeden Fall, da läuft unser Sigma-Priester, die Grünhäute. Zum Glück bleiben die Grünhäute da unten. Ach, da hat ein Lindwurm, wie süß. Ah, ich kann nicht sagen, die Grünhäute werden nicht da unten bleiben. Bestimmt nicht. Nordländer reist weiter. Die reisen jetzt alle so ein bisschen in die Richtung. Das hat einige Orte, die man noch theoretisch erobern könnte. Das Problem ist bloß, umso mehr von denen halt, glaube ich, das Chaos platt macht, desto leichter haben die es. Weil sie von dort aus, glaube ich, spawnen können. Oder irgendwie ihre als Abkürzung halt nehmen können. Ich glaube, die können diese Dinge als Abkürzung. Aber ich kenne die Mechanik nicht. Oh. Ja, die Bronzefestung ist dann wohl im Arsch. Da war nichts zu machen. Feindliche Heldner. Oh, Siedlung niedergerissen, die Bronzefestung. Das ist ungeil. Plündern, Essen, Ostmark. Irgendwo ist eine Rebellion bevorstehend. Nein, ich lasse jetzt hier niemanden rein, der mir Chaos-Korruption bringt. Seid ihr wahnsinnig. Rebellion Ostmark. Keine Ahnung, warum es hier zu einer Rebellion kommen sollte. Da lebt doch keiner mehr. Wer soll denn da rebellieren? I veto this. Oh Mann. To the provinces. Zu viele Untote. What does the Emperor bid? Zu viele Untote. Hier, hier, ho. Yes. Sigma compels us. Schnell da rein. Kann gut sein, dass jetzt Essen drauf geht. Schloss Tempelhof. Ich würde das ja gerne hier auf Level 2 bringen, aber ist momentan nicht wirklich drin. Der ist jetzt bald da. Kann ich da rein? Nee, da. Helden können anscheinend nicht allein in Orte rein. Schließ dich der Truppe an. Wo ist er? Ja, du bist der Prinz und Imperator, das wissen wir. Niemand bezweifelt das. So, wir haben es jetzt hier schon ordentlich in Wurtbad, die vampirische Korruption wieder runtergetrieben. Die ist nur noch bei 27%. Tendenz sinkend. Yes? Und jetzt kommen wir endlich in Marienburg an, dass es hier nicht zu einer weiteren Rebellion kommt. So, drin seid ihr und genau, plus 2. Sehr gut. Jetzt mal das hier wieder ausbauen. Yes, my lord. Oh, das ist alles nicht so gut hier. Karoburg. Middenheim. Ja, scheiße, die haben nämlich hier wirklich keine Mauer. Oh, verdammte Axt. Die haben keine Mauer. Wo ist der Held? Die sieht man manchmal ein bisschen schwer auf der Kampagnenkarte. So. Ist auch erstmal hier hin. Habe ich irgendwo noch eine Armee über, die ich vergessen hab. Ah, hier ist der Zauberer. Ach komm, schließ dich ihm hier an. My power is theirs. Besser als gar nichts, ne? Halt falsch. Der Ludwig Wüterich. Ach, das ist der hier. Der ist ja schon Level 12.
Was kann denn der? Der ist auch sehr einflussreich. There is power within prayer. Ganz im Ernst, was ist denn das? Den möchte ich hier haben. Onwards. Bechthafen, alles ziemlich ruinierte Ortschaften. Martinus von Strohle ist da, der Erzlektor ist das hier. Reichsmarschall ist hier, Imperator Karl Franz, ja klar, Kastellan Technikus hier. Der Lennart Atzinger ist hier, Schatzmeister Lupio ist hier. Der Bratsch ist da in Middenheim. Now? Ja, demnächst. Nicht now, sondern demnächst. Nullen. Nullen sieht's gut aus. Weisenburg. Pfeildorf. Ja, irgendwann müssen wir den Averländer halt noch integrieren, aber... Wann? Gucken wir mal, können wir mit irgendjemandem noch handeln? Der würde mir an der Konföderation beitreten. Aber sofort. So, jetzt haben wir den Averländer. Das ist schon mal gut. Also mit dem Breton, was können wir dem noch machen? Ja, der wird tendenziell nicht unser Vasall werden, das ist mir schon klar. Hochland. Approach his friend and make your offer. Ja, die werden jetzt erstmal auch nicht joinen. Okay. Konföderation mit... Oh, wir haben mehrere Provinzen dadurch jetzt gesichert. So, haben wir nämlich dadurch jetzt hier tatsächlich das hier alles im Griff. Finde ich Ordnung hier. Machen wir Sigmaritendogma. Erleichtert hier einiges. Averland. Auch vampirische Korruption. Auch Sigmaritendogma machen, theoretisch. Oder erstmal öffentliche Ordnung. Nein, die öffentliche Ordnung ist gar nicht nötig. Wir machen das Sigmaritendogma. Hat der auch eine Armee gehabt, frage ich mich. By the Comet! Hier im Pfeildorf hatte der eine Armee. Das ist doch gut. Averheim und... Was ist denn das? Ach, der hat den Zaubererturm. Das haben wir jetzt einfach mal so gekriegt. Und eine Stufe 3 Sigma... Kathedrale. Die Kathedrale des Sigma steht hier. Ja. Und in Grenzstadt... Ganz im Ernst, das brauchen wir nicht. Der hat das ja perfekt ausgebaut. Die brauchen ja noch eine Mauer. Was ist denn das? Lehmgrube. Die brauchen eine Mauer. Das hier muss niedergerissen werden und dann eine Mauer hingebaut werden. Schwarzhafen. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Grenzstadt. Jetzt muss ich nochmal gucken. Der hat doch sicherlich irgendwo auch eine Armee gehabt, der Typ. Das war die hier. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Stellung Marsch. Kommt trotzdem nicht nach Lebenstadt hier dann. Kannst du einfach so nach Averheim reisen. Okay, dann. Der Bratsch, der war hier, genau. Der Erzinger, Kastellan, Technikus. Hat er wirklich nur diese kleine Truppe gehabt? Oh mein Gott. Für den Meisterspion braucht man Level 5. Für den Patriarch, was bringt er? Verleiht den Titel Patriarch. Energiereserven der Winde der Magie plus 18. Rang des Helden bei Rekrutierung für Kampf. Rang des Helden bei Rekrutierung plus 2 für Kampfzauberer. Aha. Das heißt, er könnte dann Kampfzauberer ausbilden, aber das ist. Was macht das hier? Heldenaktion für alle Helden. Das ist eher sinnvoll für Helden, aber wir haben jetzt ja eigentlich nur irgendwelche Kommandanten. Ne? Das ist nicht das, was gerade eben sinnvoll ist. Ach, komm, wir setzen ihn einfach trotzdem mal da rein. Lupio Chaoshasser, Schatzmeister. Möchte den da gerne rausziehen. Der will aber nicht. Moment, kann ich dich einfach da drauf?
Nee, geht nicht. Und hier? Des Amtes entheben. Aber ich glaube, das finden die nicht so toll. Ich wette, das finden die nicht so toll. Ah. Wir können ja noch in Nullen jetzt endlich wieder eine Dinger geben. Chaos, Korruption, das ist all... Oh Gott, ich brauche hier was für die öffentliche Ordnung. Warum ist die öffentliche Ordnung hier schon wieder so niedrig? Das ist doch immer wieder entsetzlich hier. Grün heute. Mal wieder. Nach wie vor froh, dass sie da unten bleiben. Jetzt halt mir 10.000. Ganz im Ernst, ich... Habe ich da irgendwie einen Timer? Ich nehme das Geld an und danach überfalle ich ihn. Ich meine, nicht sofort, aber demnächst. Ich gebe ihm kurz mal Ruhe, bis Karl Franz vorbeikommt. Das Geld können wir super investieren in Anti-Chaos-Truppen. Die nach wie vor da oben ja randalieren ohne Ende. Es sind jetzt auf jeden Fall nach wie vor mehrere Armeen da oben in die Richtung unterwegs und werden hoffentlich das Chaos ein bisschen in den Zaum halten. Was? Wir waren eins... Wir alle waren eins Menschen. Vielleicht lässt uns ein Fünkchen Gemeinsamkeit zu einer Einigung kommen. Mousselion möchte tatsächlich... Also mich wundert ja, dass Mousselion überhaupt noch da ist. Nein. Nein. Ich rede nicht mit diesen komischen Mousselion-Untoten. Sind mir auf mehreren Ebenen unheimlich. Und da sind wir. Rebellion, westliches Sylvania. Kislev wurde vernichtet. Ach du Scheiße. Stellt eine Armee auf. Ja, ich hätte einen Kommandanten dafür ausheben müssen, aber das sehe ich nicht ein. Rebellion bevorsteht, östliches Sylvania. Anhänger halten. Die Verschwundenen, das kennen wir schon. Plündern, Ostmark, Essen, Plündern, Schloss Tempelhof. Ja, 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 ja. Alles klar. By Sigma's right. Erstmal hauen wir den hier aus dem Feld. Step to it. Beiden Kampf getötet. Hans von Karschnein. Gott, hat der eine Familie. Praise Sigma. Der hat eine große Familie, der Olle. Ja, die vampirische Korruption geht hier zum Glück zurück. Was passiert, wenn ich jetzt auf den Marsch gehe? Wie weit komme ich? Ich komme bis Eschen. Da sage ich nicht nein. Dann bin ich nämlich schon mal da, um hier Bösartigkeiten zu machen. The nation calls. Kann ich da schon mal was tun? Armee demoralisieren. 27% Chance. Negatives Ergebnis 73%. Davon 67% hält gescheitert und 6% hält verwundet. Das wage ich. Dann hat er vielleicht ein Level up. Who calls? Er hat's geschafft. Er hat die Untoten demoralisiert. Ich finde das so geil. Können wir das hier noch machen? Hat sich gelohnt, finde ich. By the comet. Ja, beim Kometen. Summon the Elector Count. Möchte ich ihn kneten, oder auch nicht. So, ihr marschiert hier weiter. Das Gute ist, sie kommen kurz vor der Todeszone an. The throng is mustered. Show me the accused. Ich könnte jetzt an ihm hier leveln, aber das ist halt die totale Idiotie. Moving off. Nachher geht er dabei drauf oder so ein Witz, ne? Das wäre ziemlich blöd. Im Altdorf können wir was bauen, stimmt. Wir können dadurch jetzt hier.
Hexenjäger-Kapazität plus 1. Plus 9 plus 12. Also hier kann auf jeden Fall vampirische und Chaos-Korruption dann eigentlich gar nicht mehr stattfinden. Aber es gibt wichtigere Dinge, die wir tun müssen. Wir müssen hier eine Mauer bauen. Ach, das tun wir ja schon. Aber hier kann ich ja noch was bauen. Moment, ich muss kurz mal gucken. Was kann ich da bauen? Stellt Garnison bereit. Zweimal Reichsgarde. Wisst ihr, da oben in Gorsel. Zweimal Reichsgarde haben. Das wäre schon geil. Das haben wir ja schon mal gehabt, ne? Das machen wir. Wenn das Chaos da nochmal kommt, dann hat's, dann erlebt es dann sein blaues Wunder. Machen wir das hier noch. Ich würde gerne in Talabekland die Mauer noch hochziehen, aber wir müssen es in Eschen auch tun. Eschen ist ziemlich schlecht aufgestellt. Waldenhof auch. Müssen wir das auch tun. In Essen. Essen sieht schon mal besser aus. Ach, jetzt. Ich möchte das hier. Ja, da gebe ich jetzt momentan noch kein Geld aus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es halten kann. Aber in Talabheim. Was wollte ich in Talabheim nochmal machen? Weiß das noch jemand? Ja, genau. Ich wollte, glaube ich, hier den Sigmar-Tempel machen, ne? Ich meine, ich wollte den Sigmar-Tempel machen. Oh Gott, was ist denn das? Kapitelhaus des Sonnenordens. Ah, okay. Einfach nur Ritter des Imperiums. Hä? Öffentliche Ordnung plus 4, Einheitenerfahrung plus 1 für Ritter des Imperiums, Reichsgardisten und Demigreifenrekruten, fraktionsweit. Oh, das ist natürlich ein besonderes Gebäude. Das sollte man echt sparen. Reduktion der von vampirischer und Chaos-Korruption. Stellt drei Ritter des Imperiums. Erfordert aber Schmied. Ach du Scheibenkleister. Okay, wir sollten hier mal Schmied bauen. Definitiv. Ach du Scheibenkleister. Aber nicht jetzt. Oder? Ach Gott, die haben ja immer noch eine öffentliche Ordnung, die ihresgleichen sucht. Das ist ja schlimm hier. Warum ist die öffentliche Ordnung hier so im Keller? Ereignisse, Korruption, okay. Wir brauchen hier einen Helden oder Kommandant. Ich glaube, dann schicke ich jetzt ihn mal da hoch. Pick up the pace. Irgendjemand muss ja hier mal die Verantwortung in die Hand nehmen. In Wurtbad geht's. Ja, da ist es positiv. Da geht's bergauf. Talabheim könnte echt Hilfe gebrauchen. Ja, wir machen hier schon mal den Schmied. Wir machen hier den Schmied. Und dann wird hier später in Talabheim noch mehr gemacht. Dieser Sonnenritterorden, das ist... Ich glaube, Talabheim hat es... Ja, hier. Nee. Strategische Position für Imperium und die bretonischen Königreiche von besonderer Bedeutung. Was? Die Bretonen auch? Okay. Ist ja interessant. Ich guck mal gerade. Kemperbad ist nicht von strategischer Bedeutung. Grünburg auch nicht. Altdorf natürlich. Es wäre toll, wenn dran stehen würde, was. Ich meine, für uns ist klar, warum das von strategischer Bedeutung ist. Wahrscheinlich, weil wir den Dampfpanzer hier bauen können. Man weiß es nicht. Ich frage mich gerade eben, ob ich hier eine Mauer hätte bauen können. Ich glaube, in Altdorf ging das nicht, ne? In Altdorf konnte man keine Mauer bauen. Egal, okay. Ich glaube, wir haben schon wieder alles. Ich schaue nochmal ganz, ganz kurz die Truppen durch. Der hat sich bewegt. Ah, der hat sich noch nicht bewegt. Ja, inzwischen muss man halt echt genau gucken. Man verliert sonst die Übersicht. Der hier hat das geschafft. Der Kettenträger steht immer noch hier drin. Ich möchte aber, dass er nach Altdorf geht. Aus irgendeinem komischen Grund sank gerade eben in Altdorf die Moral. Oder besser gesagt die öffentliche Ordnung. Warum? Ach, immer noch Ereignisse, da haben wir irgendwas. Chaos, Korruption plus 2, alle Provinzen. Die letzten Tage sind gekommen, ja. Schutz. Konföderation. Ah, wegen der Konföderation. Habe ich völlig vergessen, alles klar.
Okay, dann haben wir, glaube ich, jetzt hier alles, außer das da. What? Und die kann ich eigentlich jetzt weiter, oder? Ne, brauche ich die hier? Brauche ich nicht. Brauche ich eher Motland. We march. Ja, geht dahin. Gut, liebe Leute, das war's für diese Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ade.